Sie lernen mit der Programmiersprache Python umzugehen. Sie lernen im Programm Tiger Titan ihre ersten Programme mitschreiben und das mit dem Aufbau von einer sogenannten kleinen Schildkröte, wo sie dann schrittweise lernen, die einzelnen Möglichkeiten in der Programmiersprache dann eben auch später dann größere Programme zu programmieren. Wir haben angefangen mit Python programmieren in dem Programm Tiger Titan und habe so angefangen Spiele programmieren und jetzt würde ich gerne gerade anfangen im Messenger programmieren. Ich habe zum Beispiel Pong schon programmiert und jetzt bin ich also in einem Spiel dran. Es geht so wie darum, dass man so wie so einen Kreis hat und mit dem Kreis muss man so andere Punkte einfangen. Spannend und auch hart. Also es gibt immer neue Sachen und ist eine Herausforderung. Die Erfahrung bis jetzt nach einem Jahr unterrichten hat sich gezeigt, dass eigentlich recht gut die Schüler das auch aufnehmen. Es hat gewisse Schüler, die in gewissen Bereichen recht stark sind. Und da gefällt mir auch noch bei dem Unterrichten, dass sie sehr stark individuell gefördert werden. Und durch das eben sind auch gewisse Schüler schon sehr weit beim Programmieren. Also die sogenannte Prozeduralprogrammierung haben sie sehr, sehr schnell drin gehabt. Und jetzt steht man langsam eigentlich schon bei der objektorientierten Programmierung schlussendlich an. Und das ist recht interessant. Also Programm schreiben, wo man zum Beispiel Formen, Viereck, Figuren und so Sachen kann programmieren. Verschiedene Sachen wie if-else, verschiedene Programmsachen, wie man halt Basics, wie man programmieren lernt. Was man eben auch hier schaut, ist, dass die Älteren auch bei den Jüngeren mithelfen können. Vor allem, dass die dann ihr Wissen dort nochmal einsetzen können. Auf das setzen wir auch recht stark, eben, dass dann eben auch die nochmal, also die Älteren, einen Lerneffekt durch das nochmal haben, indem sie es selber nochmal erklären müssen. Und das ist recht harmonisch dort momentan, dass dort eigentlich die Älteren oder Jüngeren helfen, aber auch schon der Effekt stattfindet, dass auch die Jüngeren gegenseitig sich helfen. Und ein-, zweimal haben sie auch schon gesehen, dass den Jüngeren mit den Älteren geholfen hat. Zu dieser Talentförderung finde ich selber, dass das eine recht gute Sache ist, eben in Bezug auf das recht früh schon etwas unternommen wird. Finde ich sehr gut, dass das angeboten wird. Nebst dem, dass ihr da auch Informatik vermehrt an der Schule unterrichtet.